Herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Motorsports. Und heute, das ist ein Tag, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Wir planen das Video bestimmt seit 6-7 Monaten und heute sind wir endlich dazu gekommen. Das wird richtig geil, ich habe da richtig Bock drauf, denn wir haben hier, erstmal haben wir den Enzo. Grüß dich, mein Freund. Schön, dass du geklappt hast. Endlich mal, endlich. Gute Zeit. Und der Enzo, guckt euch dann an, was hier steht. Das ist ein Seat Arosa, ja? Das ist aber kein normaler Seat Arosa. Das ist ein Seat Arosa mit verdammten 350 PS im Kessel, ja? Unter der Motorhaube. Das ist so von geisteskrank, ne? Wow. Also, mehr geht immer, ne? Aber ja, ist schon eine gute Mischung. Also, zeig mal eben das Fahrzeug hier so ein bisschen von der Seite, ne? Damit man hier sieht. Also, wenn die Aufkleber ab, würdest du gar nichts, würdest du mit gar nichts rechnen, ja? Vielleicht der eine sieht Semislicks, bisschen größere Bremse. Aber das ist Understatement pur. Mega geil, ehrlich. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier näher drauf ein. Ich würde sagen, mach mal erstmal die Haube auf, ja, und dann gucken wir, was du da so drunter hast. So, ja, das ist so, hör mal. Das ist so ein 18T. Das ist ein 18T. Das ist ein 18T. Also ein AGU aus dem A3 oder Golf 4, also woher du willst. Also gibt es ja entweder oder. Ja. Wie man sieht, Ansaugbrücke selbst gebrutzelt, ja, die ist nicht mehr Serie, da muss halt ein bisschen mehr Luft durchströmen können. Ja, Hauptsache funktioniert, ne? Genau. Ja gut, Luftfilter ist, ne, Standard, das muss sein. Was hast du hier, RS4 Luftmassmesser oder? Oh, das kann ich dir gar nicht so beantworten. Ne? Du musst, da muss ich meinen Bruder fragen, mhm, kann ich dir gerne mal nachreichen. Auf jeden Fall, klar, Nummer größer, aber ist glaube ich nichts von der Stange. Also kann, ist jetzt nicht irgendwie vom dem und dem Modell. Ja. Da haben wir mehr an Werten geguckt und nicht... Fette Zündspulen, ne? Genau. Einmal groß Zündspulen, gut, Lufteinlass. Wir haben die Nebelscheinwerfer rausgenommen, einmal ein kleines Röhrchen gelegt. Das heißt, hier den Nebel raus, strömt rein, direkt zum Luftfilter. Ja, zeig mal hier. Damit man hier halt, siehst du das? Hier kommt die Frischluft schön auf den Pilz direkt geleitet. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir halt den Nebel rausgenommen, um halt den Ölkühler, also ist noch ein zusätzlicher Ölkühler reingekommen. Hast du hier dann auf der rechten Seite. Wird dann hier mit. Das ist den Ölkühler dann. Genau, ja, das ist der Ölkühler, weil ich auch Nürburgring fahre und so 10 Minuten Volllast, das ist hart, ja, für, also muss die Öltemperatur damit. Finde ich auch übrigens richtig geil, ne? Weil du hast auch oft unter Fotos oder so, wo ich den Seat gesehen habe, habe ich immer, ja, was kann das, oder bei Videos ja, das Ding kann doch nur geradeaus fahren und bla bla bla. Und dann habe ich ihn gesehen, wie er mit dem Seat Arosa über den Nürburgring knallt, aber sowas von letzter ja, Rille. So direkt so nach dem Motto, so bam, in your face, der kann doch Nürburgring. Also ja, aktuell unter 9 Minuten, ja, ohne Sperre, noch nicht Pornobremse, aber mit Pornobremse und Sperre will ich schon so die gute 8 Minuten. Nein, das mocht. Ja, halt doch. Komm, doch, weißt doch, du was, wenn das ist, dann fahren, ja, fahren wir auch mal in Nürburgring. Fahren wir auf jeden Fall. Ladenluftkühler von Viano Vito, wie auch immer. Mhm. Damit der ist relativ schmal und. Ein schönes Understatement wieder. Ne? Also genau, also es ist nicht so, dass es. Ich will auch nicht gar nicht so auffällig. Muss, ne, auch nicht so krass tun, auffällig, sag ich mal. Genau, also es ist halt ein Arosa. Da gibt es ja, ja auch nichts von der Stange so viel wie jetzt ein A3, Golf 4 oder wie auch immer. Ne? Ja, aber ich meine, du hättest so einen prolligen Ladenluftkühler da reinhauen können. Das passt aber nicht, das passt nicht. Ja. Du hast auch keinen Platz, ne, hier. Ne? Guck mal, der Motor nimmt ja schon ziemlich großes Volumen an. Guck mal, wo der Turbo anschlägt. Ja, pass auf, komm, ja, wir müssen mal ran hier. Den, genau, Turbo, da ist eigentlich so das Hauptspielzeug. Was haben wir da für einen Lader drin? Ein Garrett GT 28. 28er, der, ne? Der kleinste, genau. Der ist auch verbaut im Nissan 200 SX. Mhm. Ist der kleinste aus der Palette, sag ich jetzt mal. So, und dann natürlich Downpipe, Abgasanlage. Wie viel Zollfässer? 3 Zoll oder? Nee, schaffe ich nicht, weil die Spritzwand im Weg ist. Ja. Das sind, glaube ich, 60 oder 66 mm. Also 2,75, ja, oder, ja, so? Ja, mhm, genau. Weil mehr passt einfach nicht. Sonst müsste ich den Tunnel auftrennen, aufschneiden und dann hätte ich mehr Platz noch. Steht ja nicht zur Debatte. Man muss ja denken, das ist ein Low-Budget-Projekt. Es, ja, ist also nicht so, dass ich sage, hör mal, ich tue da nochmal 20 Mille irgendwie reinbuttern. Funktioniert. Es funktioniert, ne? Klar, ich kann jetzt nicht im fünften Gang Volllast geben, weil sonst die Abgastemperatur zu hoch, mhm, ist. Also klar, mal eben hinter einem Lambo herfahren geht klar, okay, aber so 5 Minuten. Aber nicht dauerhaft. Dauerhaft, ne? Da steigt die Abgastemperatur zu sehr. Wie sieht's aus mit Kolbenpleuel? Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Original. Nein, hör original auf. Deswegen, bis 350 PS kann der AGU standfest. Pleuel. Alles. Hier ist nichts gemacht. Hör auf. Pleuel, das Innenleben des Motors ist original. Nein, nur, das glaube ich jetzt nicht. Pleuel, die machen doch bei, nein, 300, 350, nein, Newtonmeter, machen die doch. Nein. Kannst einen AEB kannst fahren aus einem A4, der ist zwar längst, aber der kann halt auch. Der hat stärkere Pleuel-Kolben und so weiter. Und AGU. Du kannst zum Beispiel kein AOM nehmen. Da sind die zu Serie. Und Kopf auch Serie, alles. Oder? Nein. Serie.
krass. Kenn ich auch nicht. Ich fall um. Kenn ich auch nicht. Ich fall um. Ja, du liest immer in Foren, ah nee, bei 200, weiß nicht, K04 Upgrade schon, ne? 280 PS. Nee, mach Kolben, mach dies, und mach so. Das. Nein, ja. Brauchst du nicht. Wir haben die Erfahrung gemacht. Guck mal, wie lange fährst du jetzt schon mit dem also Kilometer, sag ich mal? 70.000 Kilometer. 70.000 Kilometer. Das Auto fährt jetzt, glaube ich, schon 6 Jahre so. Leck mich am Arsch, Alter. Überleg dir das mal. Ja. Und da ist noch nichts um die Ohren geflogen. Doch, ein Ventil ist mal geflogen. Ventil, aber es lag daran, dass dann immer mehr, also wir haben immer mehr Ladedruck gefahren und irgendwann waren es dann auch mal so bei 30 Grad waren es so 370 PS knapp mit über 600 Newtonmeter. Ja, und dann ist ja, war ein bisschen zu viel. Ne? Dann war zu viel und dann haben wir halt Kopf neu gemacht und dann wieder. Aber Kolbenringe, Ölverbrauch, alles? Null. Null. Minimal. Also einmal im Jahr vielleicht mal einen Tropfen irgendwie rein, aber nichts, wo ich jetzt sage. Also zum Ölwechsel, ich muss nicht zum, also wenn du ein Jahr Intervall hast, kippe ich nichts nach. Mhm. Weil Turbo schubst nichts. Ne? Hammergeil, ey. Deswegen klar, bei deiner Leistung zum Beispiel, wenn du sagst, ab 350 plus, ja, ne? Ja, dann schon da ist Ende. Das ist wirklich so Limit, aber es geht. Mega geil. Ja. Deswegen so 360 PS, dann ist Grenze. Deswegen fahre ich auch im Alltag so um die 350 PS. Das tönt mich gerade sehr an, ja, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, das ist Low Budget, weil du musst halt nicht dran. Ne? Du kannst dir jetzt einen Block irgendwie aus dem Schlachter nehmen, scheißegal, einpflanzen, knallst du wieder rein, genau, Motorlager verändern, fährst du geht weiter. Ne? Bisschen also ein bisschen Komponenten drumherum, wie jetzt Ansaugbrücke, Turbo und so weiter, Kupplung natürlich auch, Einspritzdüsen und so weiter, das muss schon passen. Ja, ne? Ja, klar. Weil du musst ja auch Benzin fördern können und so weiter. Ja. Klar, zweite Benzinpumpe und so weiter. Mhm. Hast du auch Ketchup oder so? Nee, ganz normal. Serie, alles Serie. Nur eine zweite Peerbock ist, glaube ich, drin. Peerbock Benzinpumpe, die hörst du auch beim anderen, die sind dann immer schön nicht laut. Schlecht, ey. Was für eine Kupplung fährst du? Sachs Hintermetall. Ja. Ja. Also, ja, ist sehr sportlich, habe ich gerade schon gemerkt, auf dem Weg hierhin, wo wir gerollt sind, aber. Nee, ist okay. Aber ich kann es im Alltag fahren. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein Bein, also klar, ein bisschen härter als eine Serienkupplung, aber gut, bei dem Drehmoment, also wir reden ja von 550 Newtonmeter, ist schon ein bisschen was reingehen. Ja, dann Semislicks natürlich. Klar, Leistung muss irgendwie auf die Straße. Die sind jetzt auch schon kurz vor Ende, weil ein paar Runden Nordschleife haben die schon gesehen. Ja, die sind fast fertig. Für eine Bremse hast du drauf? Audi S2. Also Sattel ist original Audi S2 wegen 4-Loch 100. Hindes-Serie noch, ne? Hindes-Serie, ja, genau. Weil das ist ein Basis, ist 16V Sport. Mhm. Also beim Lupo heißt es GTI. Und beim Arosa heißt es Arosa Sport. Turbotechnik König. Werbung immer. Ist mein Bruder, wie gesagt. Ja. Und der hat das Auto gebaut. Und der hat das im Prinzip gebaut. Die Idee war eigentlich so eine Schnapsidee. Den haben wir gekauft mit Motorschaden. Also war dieser 1,4er, auch eher 16V drin mit 101 PS oder 105. Ja, und dann lag da noch so ein 1T halt rum und dann kommt dann man. Kann man den mal da dann kann man den mal da reinknallen, genau. Und dann liegt da noch so ein Lader rum und dann hier und da und dann war das eigentlich eine Schnapsidee, aber die ist dann gefruchtet. Ne? Was war deine beste Zeit für Meile? 12,9, glaube ich. 12,9. Ja, aber du musst denken, immer ohne Sperre. Ne? Ich krieg die Leistung nicht auf die Straße. Mal überleg mal, ich bin mit Focus RS 400 PS, ja. Semi-Slicks. Ja, Sperre. Hat Sperre. Ja? Ja, was hast du gefahren? 13,2 war Ultimatum. Echt? Da ging Ultimatum, das war schon. Launch Control? Hat er eine Launch? Nee, ja, das so, war normal, richtig gut gefahren. Aber überlege, das sind 0,3 Zehntel, ist das Ding schon? Hast du mal VMAX gefahren? GPS 262, 263. Also Tacho, da geht er eh nur bis 240, 250, irgendwie sowas. Und dann GPS waren halt 262. Weißt du was? Ich bin geil aufs Fahren. Fahren wir. Ja, weil das ist auch, weil alles so nah ist relativ, ne? Ja. Ungedämmt und so. Ne? Das ist ein einfach nur geil. Kleines Auto. Hier haben wir Öltemperatur links und Ladedruck rechts. Alles klar. Ja, kann hier nur ein bisschen so. Ja, ne, ist alles gut. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste, ne? Hast du irgendwo Abgas im Kontakt? Nee, hab ich nicht. Nee? Ich fahr eh so selten Volllast im Fünften und dass ich doch, also VMAX mache, das liegt nicht so in meinem Interesse, weil 250 mit Marosa gegen Baum oder so zu fahren. Das ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Ja, also das... Der Sound ist nicht schlecht, ne? Ab und zu hätte ich ihn gerne mal lauter oder eine Schubabschaltung oder so. Aber das macht ihn auch wieder zu auffällig. Alter, ne? Das dieses... Boah, der Pilz, ey. Ich im Pilz atme. Das erinnert mich so an meinen Fokus, aber gib mir das Herz auf, ey. Ja, wie viel 400 PS bist du gefahren, ne? 400 PS. Aber die Soundkulisse natürlich auch nicht schlecht. Aber, nein, ich hatte Mocht ansaugen. Ja? Komplett Mocht. Ist das ein 5-Zylinder gewesen? 5-Zylinder, ja. Ja, sowieso einen mega geilen Sound, weil es gibt nichts über 5-Zylinder. Vorne war ksch und hinten war boom. Ja, richtig raus, ne? Andere sagen, das und das ist mein Traumauto, ja. Supercar, Hypercar, was der, weiß ich. Ja, der wurde zum Traumauto. Links, ne? Der wurde halt durch
durch das, das ist Paket ist es irgendwo Traum. Für uns Turbo-Junkies, wir haben da drin. Ist optimal. Für uns ist es ein Traumauto, ehrlich. So bei 80, da habe ich so einen Anschlag Ladung, also ich gehe jetzt schon raus, da merkst du. Wenn hier ein 100-Euro-Schein ist, noch da dran zu kommen. Yeah. Optimalen Temperatur. Ja. Ja, heute ist auch ein bisschen zu warm. Ne? 10 Sekunden. Oh.
tu mal noch zwei Mann raus, fahr mal alleine, dann fährt der. An 0,5 würde ich noch sagen, würde gehen, ne? 0,5 runter. Nee, mehr. Mehr runter? Ja, ich glaube, 10er würde ich drankommen. Ja, ich glaube, zwei Personen machen richtig viel aus. 200 Kilo fast, ne? Vor allem, das ist ja nicht, das ist ja 100 bis 200, das ist ja Ja, da ist nochmal eine Riesenspanne. Und da kämpft er die ganze Zeit gegen an. Also, nein, das ist mordschnell. Das ist. Kann er gleich nochmal irgendwo machen? Das ist brutal. Autos verbinden. Ja, das ist so. Wir haben direkt Connection. Direkt. Wir verstehen uns direkt. Ja. Weil guck mal, das zaubert ein Grinsen ins Gesicht. Was für Spaß wir zusammen jetzt hier gerade haben. Ne? Ne? Du brauchst schon fast keine Alte mehr. Überleg mal. Das ist Sex, Alter. Ohne Spaß. Das ist nicht mehr normal. So, Leute, das soll es gewesen sein. Mega geiles Teil. Ich bin echt, das hat mich heute richtig weggeknallt. Ne? Das hat mein, ich bin ja jetzt so lange Sauger gefahren und das hat mein Turboherz wieder richtig höher schlagen lassen. Auch mein Wunsch, dass ich das schaffe, hier nochmal so den Kick zu geben. Nein, hammergeil, ehrlich. Perfekt. Das war so brutal geil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Daumen da, ja, für diesen Seat Arosa. Und wenn euch das Video gefallen hat, knallt mal in die Kommentare eure Gedanken zu diesem kranken Auto. Das ist, irgendwas fällt da jedem ein. Und wenn ihr Bock habt, machen wir zusammen nochmal was. Fahren wir mal um Nürburgring oder sowas. Lassen wir mal richtig einen Irgendwas rennen, kommt ja? Auf jeden Fall noch. Da lassen wir uns was einfallen. Alles klar, okay. Ich würde sagen, hat richtig Bock gemacht. Ja, auf jeden Fall. Abo da lassen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.